The destruction of Black Hand's outpost has left him in a weak position. The Shadow Council, sensing your rise in power, orders the assassination of Black Hand and elevates you to the position of War Chief. A Wolf Rider brings you news that our best spy, the Half-Orc Corona, has been discovered by the humans of North Shore Abbey and imprisoned there. She has valuable information concerning new and powerful magics that would aid you in the destruction of your counterpart, King Lane. Trusting no one to complete this vital mission in time, you must find her and then completely destroy the Abbey to protect her secrets. Okay, also sind wir auf der Suche nach Garona. Garona kommt mir so bekannt vor, ich weiß auch nicht. Eine Abtei. What? Was ist das? Das sieht merkwürdig aus. Warum ist das, wie es ist? 08, genau. Ist da schon wieder alles... Nee, ist immer noch so, wie es soll? Okay. Merkwürdig. Brigand. Aha. Merkwürdiges Gesindel treibt sich hier offensichtlich rum. Oh, verdammt. Das sind ja auch alles Brigands. Sag mal, muss das sein? Ja. Das würde ich sagen, machen wir so nicht. Das machen wir. Da laden wir nochmal spaßhalber rein. Okay, das ist irgendwie nicht so gut. Bitte mal kurz die Kollegen wiederbeleben. Sehr gut. Oh, verdammt. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber das könnten wir sogar fast so durchgehen lassen. Ja. Ist natürlich wieder super, wie schnell die Kollegen hier unterwegs sind. So, bitte mal alles sagen. Nicht ganz so souverän gelöst. Aber was weiß ich schon von souverän, oder? Kleiner BHD-Scherz. So, zack. Bitte alle mal von den Toten auferstehen. Vielen Dank. Dann gehen wir mal den so ein bisschen stauten, wie man so schön sagt. Aber wenn das jetzt alles solche... Oh, kann ich etwa hier... das sieht auch nach Arbeiterchen aus. Da lacht er. Ja. Und wieso blinkt... Nanu? Achso, ich muss irgendjemanden... irgendwie hier rausholen, ne? Kann das sein? Interessant. Muss ich jetzt... Oder soll ich viel eher... Ach Gott, der hat's auch hinter sich. Haben die denn tolle Zauber? Nee, leider noch nicht. Dark Vision, ja, wäre nett, aber ich spare es mir wirklich auf, so ein bisschen für die... Na, für die, Skelettchen. Denn ich glaube, die bringen einiges mehr als nicht. So. Hier mal... Könnte man sonst wohin latschen? Ach, da sind sie. Okay, Feind. Und jetzt ist die Frage... greifen jetzt die armen Sklaven an? Wahrscheinlich, ne? Ja, selbstverständlich. Denn die können sich ja nicht wehren. Ja, das war's gleich mit den lustigen Reitern. Bin ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Muss ich die irgendwie rausbringen oder so? Ich hoffe das nicht. So, jetzt holen wir die einfach mal alle aus den Gefängniszellen. So, wahrscheinlich wird da noch einer drin rumlungern. Na? Vielleicht auch nicht. Doch, das sieht gut aus. Ja. Ob ich die befreien muss? Ich habe keine Ahnung. Achso, da hätte ich mal vielleicht... Ja, den da zum Beispiel rankarren können. Okay. Dann gehen wir doch tatsächlich mal nach Westen.
Und die nehmen wir auf jeden Fall mit, denn das bringt, glaube ich, nichts, die hier stehen zu lassen. So, dann latschst du mal nach in die Richtung und du hier irgendwo. Und du gehst zum Ausgang. Ja, oh, Spinnchen. Das ist aber nicht so das Problem. Macht das denn großartig Schaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, obwohl die sind schon ein bisschen schneller als wir. So, wieder mal alles zerhacken. So ist. Na, so funktioniert das schon gut. Jetzt, wo ihr alles weggeknüppelt habt, latscht immer nach Norden. Ja. Spähen könnte man, aber ich glaube. Nehmen wir wieder so einen Viererblock und laufen einfach mal nach Westen. Na? Na, du das mal zuerst. Und das war mein Griff ins Klo, ist das richtig? Ja. Denn da kommt nicht mehr so viel. Offensichtlich. Da lachen sie. So ist gut. Die Kollegen nehmen auch noch mit. Und hier habe ich neue Skelettchen. Ich muss da mal ein bisschen auf Zack sein. Das, ich bin da so ein bisschen träge unterwegs. Gerade hoch. Ja. Gut, das wäre weg. Was ist jetzt los? Wieso weigern sich NPCs zu machen, was ich ihnen befehle? Oder unten scheint es noch mehr. Ja, noch mehr Viehzeug zu geben. Da ist auf jeden Fall alles voll mit Spinnenweben. Huch. Naja, zum Glück halten die nicht viel aus. Ah ja, im Norden, da kommt wieder so ein Kollege. Das funktioniert. Ja, ich kann das immer einen kaputt schlagen und dann kann ich das Skelettchen wieder in die Richtung schicken. Grob. Vielleicht mit so einem Angriffsbefehl, aber der will nicht, ne? Dann schlag doch mal die Tür ein. Während wir uns hier so ein bisschen nach unten begeben. Interessant. Also ich muss. Das muss ich. Aha. Den Kampf gewinne ich aber. Denn ich habe ihn angefangen. Schätze ich mal. Also ich schätze, dass ich ihn gewinnen kann. Oder werde. Ja, oben mal so ein paar, unten dann den Rest. Und dann hoffen wir auf das Beste. So ist fein. Na, vielleicht, dass die richtige Entscheidung ist, die Türchen hier zu öffnen. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal schauen. Vielleicht kann ich was anlocken. Aber die kommen ja sowieso, auch wenn sie mich plattgeschlagen haben, wieder zu mir zurück. Ach ja, schlecht. Ja, das nicht ganz so gut. Verdammt. Wieso spielen die zusammen und wieso macht eigentlich schon wieder der komische, oder soll ich sagen, der dümmliche Speerwerfer nichts? Hm. Sehr unangenehm. Ich hoffe mal, dass das hier noch halbwegs was wird, denn wenn nicht, dann sieht's nicht so gut aus. Also jede Menge Höhlen, jede Menge Quatsch. Verließe, wollte ich eigentlich sagen. Oh, schlecht. Ziemlich schlecht. Ja. Wie unangenehm. Wir haben nicht genügend Mana oder Zauberkraft oder was auch immer. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Zuerst den da vorne. Ach nee, das bringt nichts. Okay. Dann holen wir uns den da hinten. Wieso macht er das nicht?
So. Jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Schaden. Wir können ein bisschen Schaden austeilen. Ja. Ich glaube, ich sollte mich mal zurückziehen. Klingt zwar niedlich, hier gegen die zu kämpfen, aber ich glaube, das bringt nicht so wirklich was. Also müssen wir nur die komische... Oh oh. Wir müssen also nur die gute alte irgendwas finden. Ich glaube, das wird nichts. Nee. So, zurückziehen, aber zackig. Und hier der Viererblock. Der sagt jetzt mal dem da oben hallo. Tja, das ist nicht so gut. Ich habe zwar noch die Reiterchen, einen, der noch richtig fit ist, aber naja. War das Skelett? Aber sie kommen ja eigentlich alle auf mich zu, von daher dürfte es ja eigentlich so das Problem nicht sein. Aber es sieht eher so aus, als ob ich da hoch müsste. Okay, jetzt wird's unangenehm. Jetzt wird's unangenehm. Ja, das hat geklappt. Gut. Wollen wir doch mal sehen, ob wir noch ein weiteres Skelettchen da rauszaubern können aus dem dicken Körper. Die können wir nicht, weil es keinen gibt. Die zerplatzen ja einfach nur so. Ja, wir versuchen einfach mal unser Bestes. Ich speichere immer weiter hier drauf ab. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Okay. Ja, dass das hier so nichts wird. Aber solche Skelettchen kann man nicht irgendwie... So, ne? Das wird nicht funktionieren. Ne, ist ja nur Matsch. Spinnenmatsch, der hier rauskommt. Wir latschen mal weiter nach Norden. Das ist hier wieder mein Kampfknäuel. Na, kommt irgendwas Krabbeliges angekrabbelt? Oder nicht? Nein. Ist ja zwar auch wahrscheinlich nicht meine Aufgabe, hier alles wegzuboxen, aber... Ich mach's trotzdem einfach mal. Hoffentlich kommt nichts besonders Dickes um die Ecke. Oh oh. Schleim. Schlecht. Und oben ist nichts, okay. Ich glaube, das wird unangenehm enden. Das ist allerdings ganz nett. Was ist hier oben? So, der Schleim. Okay. Alle mal bitte mitmachen. Auch der Nekrolyt. Kriegen wir hin, oder? Ah, verdammt. Hat es tatsächlich noch geschafft, hier genug Schaden zu machen, um hier den armen Wolfreiter platt zu klatschen. Aber im Norden ist nicht viel, ne? Wahrscheinlich kommen die tatsächlich alle Stück für Stück hier angelatscht. Und deswegen ist alles super. Okay, da kommt der nächste. Vielleicht sollte ich mich doch eher in die Richtung... Halt! So ist richtig. Vielleicht eher in die Richtung orientieren. Also nicht da hochgehen, sondern hier unten irgendwo. Wieder zum Eingang oder Ausgang viel eher. Ich bin ja schon drin. Und dann wird ein Eingang mal kurzerhand zu einem Ausgang. Haha, Idiot. Na, ist die KI schlau genug? Leider ja. Muss das denn sein? Gut, dann bitte mal nach Osten. Stets nach Osten. So, Kampf der Giganten. Und so ein Skelettchen gegen ein Skorpionchen. Ja, jetzt wieder Kampfknäuel. Vierer Kampfknäuel erstellen. Formation wieder.
Ja. Ja, das ist nicht so. Obwohl, du kannst trotzdem mal zurücklatschen, denn dich brauchen wir gleich nochmal. Ja, ist okay, du bleibst mal hier stehen. Jetzt müssen auf jeden Fall alle beide auf das Skelett losgehen. Na, so viel dazu. Was war das? Gleichzeitig alle gemacht. Okay. Ja, dann muss es sein. Viel mehr ist da sowieso nicht mehr ein Einheitchen. Also, weiß nicht, irgendwie gar nicht mal so schlecht, diese Mission, wo man nur so ein paar Einheiten hat. Ich weiß nicht, früher habe ich das, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, die mochte ich eigentlich nie so wirklich. Aber irgendwie haben die auch was, ich weiß nicht. Ach ja. Irgendwie haben diese Missionen was. Wo man ein bisschen auf seine Einheiten Acht geben muss, wo sie einem so ein bisschen ans Herz wächst. Was war das? Oh oh. Aber nicht, dass jetzt hier diese komischen. Na, wie heißen die? Diese bösen Viecher, diese Elementarwesen aufkreuzen. Das wäre nicht gut. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und ich glaube. Ich glaube fest daran, dass die eigentlich zum. So als Skelettchen taugen sollen. Na? Na? Ja, genau. Jetzt bitte mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar Schläge frei. Oh, hervorragend. Das Feuerelementar hatte gar keinen richtigen Bock auf Action. Kann das sein, dass der vielleicht schon alles aufgeräumt hat? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, das ganze Dungeon ist jetzt mittlerweile leergeräumt, weil der sich seinen Weg da durchgeboxt hat. Das wäre nicht schlecht. Hier was drin? Hallo? Nein. Na, zumindest hat er sich durch die Türen geboxt. Der Herr Elementar. Ja. Dann dieser Trupp da hoch. Was auch immer das bedeutet. Dann. Aber so als Spähtrupp sind die auch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht nicht so toll wie die Skorpione und Spinnen, die man sich beschwören kann. Da haben wir schon gesehen, die haben uns auch ein bisschen genervt, als da diese Skorpionarmee ankam. Ja, dann machen wir es so. Ihr knüppelt euch mal hier durch. Und ihr zieht einfach mal. Munter nach. So, Tür ist auf. Vielleicht wird es jetzt übel und wir werden tot geschlagen. Aber sieht nicht so aus, ne? Wen suchen wir? Die gute Garona. Ja. Wie passend. Haben wir hier noch was Feines? Ja, ein Skelett. Dann hier bitte mal die Tür öffnen. Vielleicht war es das schon. Ja, die sind alle angeschlagen. Wahrscheinlich soll es wirklich einfach nur ja, Skelettchen sein. So ein Skelett für alle. Nee, jeweils ein Skelett, genau. Die sind ja begrenzt. Jeder nur ein Kreuz, also jeder nur ein Skelett. Bitte nicht wieder zurücklatschen. KI. Ja, das ist halt das Problem. Man muss die immer so ein bisschen
an der Hand nehmen, sagen, ja fein. Ich bin ja schon dazu übergegangen, die hier tatsächlich einzeln durch die Gegend zu schicken. Weil das sinnvoller ist, als sie in der Gruppe loszuschicken. In der Gruppe kommt ihre Dummheit, ihre künstliche Dummheit, KD, so richtig zum Gelten, zur Geltung. Künstliche Dummheit kommt zum Gelten am Sein. Lauf irgendwo hin. Und ihr lauft hinterher, würde ich sagen. So, hier hinten die Nekrolyte. Oder der Nekrolyt oder was auch immer. Der Lütte Nekro darf man nicht sagen, ne? Dann speichern wir es auf 8. Zur Abwechslung mal übrigens. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder so ein Feuerteufelchen und beißt mir in den Hintern, aber ne, sieht gut aus. Vielleicht ist der wirklich schon weggelaufen. Was ist das? Ah, Garona. Interessant, die klingt genau wie alle anderen Orks. Hashtags sehen alle gleich aus, oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Okay. Ja, dann... Ja, das war es. Jetzt müssen wir also noch die Leute hier rausbringen. Okay, zack. Das war es. Ja, dann, weil hier die Tür schon offen war, war hier tatsächlich dieser komische Feuersalamander drin und diese komischen Oger oder was, die hier so rumgegurkt sind. Ich bin fast positiv überrascht von der KI. Ich stelle sich gar nicht mal so hohl an. Ja, hier gibt es nichts mehr zu holen. Und direkt hätte es auch nicht funktioniert. Hier im Westen und Südwesten haben wir alles geholt. Hier haben wir alles gemacht. Ja, interessant. Recht simpel das Ganze. Aber auch mal anders, ohne die modernes permanente ja, Heilen, das man ja bei den anderen gemacht hat. Nonstop. Ja, ich würde sagen, die lassen wir einfach mal leben. Warum auch nicht? Man muss ja auch nicht immer alles zu Brei schlagen. Ja. Kommst ran? So vielleicht. Die gute Garona. Was wohl passiert, wenn man die jetzt... Na gut, die gibt wahrscheinlich auch kein anderes Skelett. Man erkennt schon, dass es ein Weibchen sein soll. Und ich benutze den Terminus wirklich ungern. Aber es sieht nach Weibchen aus. Ja, das war's. Das war die... Was war das? Die 8. Mission? Genau. Das war die 8. Ork-Mission. Hoffentlich haben wir jetzt, es hieß ja, wir haben jetzt ganz tolle Zaubereien. Also ich nehme mal an, dass die nächste Mission jetzt heißt, hier hast du deine leckeren, wie heißen sie? Warlocks. Und jetzt geht die Zauberei los mit Spinnen und allerhand anderem spannendem Zeug. Aber wenn man davon ein paar hat, kann man seine ganze Spinnenarmee mal auf den Gegner hetzen und das ist gar nicht so schlecht. Gerade wenn man dann noch Katapulte mit dabei hat oder die einfach als Puffer benutzt. Und dann die Katapulte einfach reinrotzen lässt in die Menge. Richtig geil. Oh, 7000, genau. So, Diktator. Sehr gut, damit haben wir es im Grunde ja schon geschafft. Das war Mission Nummer 8 hier. Orks.